Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial bei CoursOfUTech. Heute geht es um die Passwortverwaltung. Wir hatten ja bereits schon im Februar ein Video dazu gebracht. Nachdem die Nachfrage auch im Bekanntenkreis ziemlich hoch war, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, nochmal eine Fortsetzung dazu zu bringen. Es gibt auch eine Alternative und darum geht es heute eigentlich. Wir hatten ja bereits KeePass vorgestellt. KeePass macht ohne Frage das, was es soll, und es funktioniert auch wunderbar. Es ist kostenlos. Allerdings in manchen Punkten könnte man sich durchaus noch mehr Features bzw. eine Übersichtlichkeit wünschen und eine andere Programmgestaltung. Ich habe jetzt eine Alternative gefunden, die ist ebenfalls kostenlos, Open Source, und die gibt es für jede Menge Plattformen. Also man kann durchaus plattformübergreifend damit arbeiten. Die Rede ist von Password Safe. Password Safe ist erhältlich für Windows, für Linux, für macOS, für iOS, für Android, und es ist auch erhältlich als Portable-Version. Das heißt, man kann einfach sich ein Verzeichnis auf einen USB-Stick kopieren und kann es ohne Installation dann ausführen. Die Links natürlich zu den Downloads wie immer in der Videobeschreibung. Ich habe das Ganze schon mal runtergeladen und installiert. So, ich habe das ja bereits installiert, jetzt kann ich das hier ausführen und bekomme gleich einen Dialog, in dem ich dann dazu aufgefordert werde, eine Datenbank zu erstellen. Ich könnte hier auch eine bestehende Datenbank auswählen, aber wir erstellen jetzt mal eine neue. Das Prinzip ist ähnlich wie bei KeePass. Ich kann mir einfach eine Datenbank erstellen, kann die auf ein Netzlaufwerk legen, ich kann die in eine Cloud legen und kann dann von überall drauf zugreifen. Der aus meiner Sicht größte Vorteil im Gegensatz zu KeePass ist, dass man eben auch mit mehreren Benutzern von mehreren Rechnern aus diese Datenbank gleichzeitig mehr oder weniger nutzen kann, indem man halt einfach einen hat, der schreibend und lesend drauf zugreift und alle anderen eben nur lesend. Und das Ganze geht auch so weit, dass man eben sieht, von wem das, die Datenbank eben gelockt wurde. Das heißt also, wenn jemand anders vom Netzlaufwerk darauf zugreift, dann sieht man, Herr Meier hat gerade die Datenbank geöffnet und möchte da drin schreiben. Und dann, wenn ich jetzt nur ein Passwort brauche, dann drücke ich auf lesend und dann greife ich auch nur lesend zu. Es geht natürlich auch andersrum, dass man von vornherein gleich lesend zugreift und anderen dann die Möglichkeit gibt, obwohl man das Teil geöffnet hat, schreibend auf die Datenbank zuzugreifen. Das ist der größte Vorteil, und das Ganze ist schön in der grafischen Oberfläche aufgearbeitet, und das macht einfach was her. Wir erstellen jetzt erstmal die Datenbank, lange Rede, kurzer Sinn, aber das wollte ich einfach nur nochmal anfügen, weil das ist eine ideale Geschichte einfach für IT-Abteilungen zum Beispiel oder Büros, die eben mit Passwörtern arbeiten, um die ganz sicher abzulegen, denn eine TXT-Datei ist natürlich für ein Passwort eigentlich ungeeignet, was es eigentlich ist, ungeeignet, und deswegen sollte man auf jeden Fall so einen Passwort-Safe einsetzen, und wenn der dann noch, sag ich mal, von mehreren Leuten gleichzeitig genutzt werden kann, ist es doch optimal. Wir überschreiben mal diese Datei, da hatte ich schon mal was ausprobiert, die Aufnahme ist nichts geworden. Jetzt vergebe ich hier mal ein Passwort für meine Datenbank, das ist ähnlich wie bei KeePass. Das ist natürlich nicht sicher jetzt, deswegen kommt diese Meldung, wenn ihr ein sicheres Passwort verwendet, dann kommt diese Meldung gar nicht erst. Und jetzt kommt dieser Dialog, denn ich hatte das Ganze nämlich im Hintergrund schon geöffnet. Und jetzt kommt die Frage, Read-Only, Read-Write Zugriff auf die Datenbank. Und wir sehen hier unten dieses grüne Symbol im SysTray, das bereits eine Instanz von diesem Passwort-Safe läuft. Jetzt kill ich mal diese Instanz. Und jetzt kann ich hier Read-Write ohne Probleme öffnen und habe jetzt schon meine leere Datenbank. Jetzt können wir mal anfangen mit Eintragungen. Und was mir schon mal besser gefällt als die Geschichte mit KeePass, ist einfach diese Gruppenstruktur. Also ich habe hier so eine schöne Baumstruktur und kann da meine Assets, meine Passwörter ablegen. Das heißt, ich mache jetzt hier zum Beispiel mal Mail-Konten zum Beispiel als Gruppe. Die Gruppe ist leer oder wird jetzt nicht angezeigt, weil keine Daten drin sind. Deswegen gehe ich jetzt auf Add Entry und wähle jetzt hier bei Group einfach Mail-Konten aus
und nehme jetzt hier zum Beispiel, was weiß ich, Steffens privates Mailkonto. So, als Username nehme ich einfach maxmustermann@mail.de. Jetzt könnte ich hier mein Kennwort eingeben, ich kann mir aber auch eins generieren lassen und kann es hier anzeigen lassen. Also da ist auch ein Passwortgenerator mit drin. Das ist natürlich ganz nützlich. Ich kann jetzt hier auch noch eine URL zum Beispiel zum Webmailer eintragen, webmailer.mail.de zum Beispiel, und könnte jetzt hier nochmal, wenn es jetzt keine E-Mail-Adresse wäre, sondern ein ganz normaler Foren-Account, könnte ich jetzt hier unten einfach nochmal eine E-Mail-Adresse eintragen und dann irgendwelche Notizen machen, die im Übrigen erstmal versteckt werden. Also die werden jetzt dann nicht immer gleich angezeigt, was jetzt auch nicht gerade das Schlechteste ist. Ja, diesbezüglich kann man dann noch zum Beispiel Ablaufzeiten einstellen, man kann Passwort-Policies einstellen, die beachtet werden, und es gibt aber auch eine Default-Policy für die ganze Datenbank. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn ich jetzt Unternehmensrichtlinien habe für Daten, für Passwörter und Mitarbeiter in der IT praktisch selbst Accounts erstellen dürfen, dann kann man das hier einstellen, und dann merkt der Mitarbeiter relativ schnell, hoppla, mein Passwort funktioniert nicht, weil das nicht der aktuellen Unternehmenspolicy entspricht. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte, aber das betrifft den Privatanwender eigentlich nicht, außer ihr habt irgendwelche Richtlinien, die ihr euch selbst setzen wollt für die Passwörter, dann könnt ihr das natürlich hier auch machen. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir speichern das Ganze mal ab. Und jetzt kann man noch sagen, ist es jetzt meine Default-E-Mail-Adresse? Nein, das ist sie nicht. Und jetzt ist hier schon in der ersten Gruppe was erstellt. Merkt euch einfach, wenn Gruppen erstellt werden und nichts drin ist, dann werden die auch hier nicht angezeigt. Jetzt könnte ich sagen, okay, jetzt mache ich hier noch eine zweite Gruppe und setze die unter Mail-Konten und nenne die zum Beispiel Free-Mailer. So. Die wird allerdings jetzt gelistet. Und ich könnte jetzt auch wieder in der Root nochmal eine Gruppe anlegen und könnte sagen, okay, das sind jetzt meine Online-Banking-Zugänge. So, jetzt haben wir es. Online-Banking könnte ich auch machen. Jetzt ist das beides hier Online-Banking. Das war eigentlich nicht so geplant, aber egal. Dann kann ich sagen, okay, jetzt habe ich hier zum Beispiel meine Videoportale und setze die Videoportale hier rein. Und also ihr seht, man kann hier eine schöne Struktur herstellen, man kann das verschachteln, man kann diese Bäume auf- und zuklappen, und natürlich hat das auch eine Suchfunktion. Das geht natürlich auch. Ich kann natürlich auch nach Assets suchen, und das sind so die schönen Sachen. Man kann hier auch zum Beispiel Browse to URL, also ich kann sagen, der Link, der da drin ist, bitte öffne den mal. Deswegen macht es auch Sinn, dass man zum Beispiel gleich auf, wenn man jetzt ein Kunde von der Telekom ist zum Beispiel, dass man dann auch gleich zur Login-Maske den Link setzt, und dann klickt man hier einfach drauf, dann wird es gleich im Browser geöffnet. Eine wunderbare Sache, und man kann das Ganze dann hier verwalten. Was auch noch wunderbar ist, das zeige ich vielleicht jetzt hier nochmal, man kann natürlich auch Backups von der Datenbank erstellen, man kann die restoren, man kann hier die Policies einstellen. Man kann hier auch ein Passwort generieren, und ja, das sind so die großen Features von dem Teil. Also der Passwort-Safe ist für mich eine komfortable Variante, Passwörter abzuspeichern. Hat jetzt nicht den großen Funktionsumfang, muss man wirklich sagen. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie eine Fülle an Features bietet, aber es ist eine Möglichkeit, wie man unabhängig und trotzdem recht komfortabel seine Kennwörter abspeichern kann. Ich bin ganz ehrlich, ich halte von Lösungen, die bei einem Security-Hersteller gehostet sind, prinzipiell eigentlich erstmal gar nichts, denn so ein Hersteller kann natürlich auch mal gehackt werden. Man hat es ja jetzt erst in der Vergangenheit gesehen, dass zum Beispiel bei Kaspersky mal ein Virus im Netzwerk war und die haben es längere Zeit nicht bemerkt im eigenen Firmennetz, also ein Trojaner. Oder halt dann auch Hackerangriffe. Klar, ich meine, die Leute sind natürlich nicht dumm, die Hacker. Die sehen, Mensch,
Antivirushersteller X bietet sowas an oder Firma Y bietet sowas an, dann versuchen die natürlich auch gezielt diese Server anzugreifen und auf diesen Servern einen Zugriff zu erlangen. Und da finde ich das Prinzip zum Beispiel ganz gut, dass Mozilla anwendet, die verschlüsseln nämlich ihre Synchronisationsdaten. Es gibt ja diese Mozilla Cloud oder Firefox Sync nennt sich das. Haben wir auch schon in einem Video schon mal vorgestellt, wie Firefox Sync funktioniert. Und die verschlüsseln das eben beidseitig. Das heißt also, das wird so verschlüsselt, dass Mozilla selbst nicht mal mehr an die Daten rankommt. Da liegt einfach eine Datei auf einem Server von denen und die kommen da nicht ran. Und das Prinzip ist einfach super, weil du hast die Keys zum Entschlüsseln und Mozilla hat erstmal gar nichts. Und das ist ein Verfahren, das ich eigentlich recht gut finde. Kann man natürlich bei vielen Anbietern von solchen Cloud-Passwortverwaltungen kann man sowas natürlich nicht nachprüfen. Leute, die es halt hin oder Hersteller, die es halt hinschreiben, da mag das dann schon so sein. Aber bei den Leuten, wo halt gar nichts steht bei den Herstellern, da wäre ich dann doch ein bisschen vorsichtig und da möchte ich ehrlich gesagt auch meine Passwörter nicht abspeichern. Vielleicht auch bei der Cloud sollte man nicht gerade Dropbox nehmen oder eben dann Google Drive oder was gibt es denn noch, sondern man sollte vielleicht auch eine Cloud in Deutschland wählen, in Europa wählen. Da gibt es ja auch von der Telekom eine kostenlose Cloud zum Beispiel oder von Strato das High Drive. Da gibt es, glaube ich, eine 5 GB-Version, die kostenlos ist, und der 5 GB Cloud, die reicht für so eine Datenbank dicke aus. Also meine Datenbank, da sind ein paar hundert Kennwörter drin, die ist vielleicht mittlerweile, soll so vielleicht 5 Megabyte groß sein. Also da tut es auch wirklich eine ganz, ganz kleine Cloud, und dann bitte eine Cloud aus Deutschland wählen und dann kann man das da auch reinlegen. Und die Datenbank ist ja, wie gesagt, verschlüsselt. Achtet einfach drauf, dass da ein ordentliches Kennwort dahinter sitzt, und dann kann man das, denke ich mal, mit gutem Gewissen schon in eine deutsche Cloud reinlegen. Nur wie gesagt, von solchen Cloud-Lösungen, also kompletten Passwort-Cloud-Lösungen, wie sie zum Beispiel von McAfee angeboten werden, von Kaspersky und noch ein paar anderen Herstellern, gerade die jetzt, sag ich mal, nicht ans deutsche Datenschutzrecht gebunden sind, wäre ich ein bisschen vorsichtig und da habe ich einfach kein gutes Gefühl. Aber das ist meine persönliche Meinung, das kann jeder sehen, wie er möchte. Wir hatten auch unter dem letzten Video einen ganz interessanten Kommentar, den habe ich jetzt nicht da, aber ich kann ihn mal so sinngemäß wiedergeben. Da hat jemand gemeint, er würde nie im Leben seine Passwort-Datenbank in die Cloud legen, denn es gibt vielleicht Möglichkeiten, die zu entschlüsseln. Das ist natürlich nicht ganz falsch. Das kann natürlich sein, dass in 5 Jahren euer Passwort-Safe geknackt werden kann, weil es eben die technischen Mittel dafür gibt und im Moment gilt dieses Verfahren noch als unknackbar. Das ist natürlich richtig. Deswegen sollte man vielleicht schauen, dass man diese Daten immer aktualisiert und auch die Version von so einer Software auch immer aktuell hält, um einfach auch den aktuellsten Verschlüsselungsmechanismus oder Algorithmus einfach im Programm implementiert zu haben. So viel dazu, da ist die Frage dann auch gleich beantwortet oder die Aussage nochmal kommentiert. Vollkommen richtig, das muss jeder selbst entscheiden. Ich mache das Ganze mit einer Own Cloud, wo ich meine Daten drin habe. Das heißt also, der Server, der wird von mir betrieben und da liegen dann meine Daten und die sind natürlich dann auch nochmal verschlüsselt. Das ist, sage ich mal, das Nonplusultra, was man eigentlich erreichen kann. Aber nicht jeder möchte sowas hosten und es ist auch finanziell, sage ich mal, gesehen, kostet es natürlich Geld, ganz klar. Während wenn ich so eine Cloud aus Deutschland habe, die nichts kostet, weil sie eben ein kleinen Datenspeicher bereitstellt. Bei der Telekom sind sogar 25 GB, die man kostenlos bekommt. Dann soll es doch so sein. Dann sollte man das auch benutzen. Gut, was wir jetzt gerade noch sehen, deswegen habe ich auch ein bisschen länger gelabert, ist ein Sicherheitsmechanismus, der auch recht schick gelöst ist. Irgendwann, wenn man die Datenbank ziemlich lang geöffnet hat, sperrt sich die von allein. Das heißt, die schließt sich, wandert in SysTray ab, das ist gerade passiert. Und jetzt, wenn man wieder an die Datenbank ran möchte, muss man wieder sein Kennwort eingeben. Sagt bloß, ich habe mich jetzt gerade hier... Nee, passt schon. Das war jetzt der Schreib- und Lesezugriff, den hatten wir vorhin sowieso übernommen. Wie gesagt, und dadurch ist es auch gewährleistet, wenn man wirklich mal vergisst, diesen Passwort-Safe zu schließen,
dass er sich dann automatisch sperrt, würde ich immer empfehlen, auch übrigens den PC immer automatisch sperren lassen nach einer gewissen Zeit. Das birgt auch ein bisschen Sicherheit, falls man doch mal sein Notebook oder sein PC einfach mal offen irgendwo stehen lässt, dann kann es dann doch sein, dass das Ding von Leuten benutzt wird, wo man eben nicht gerne hat, dass die da dran gehen, und das passiert dann alles automatisch und wird gesperrt. Ja, und so soll das eigentlich auch laufen. Ich hoffe, ich konnte euch heute mal wieder ein Produkt zeigen, das einigermaßen interessant ist. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, gerne natürlich in die Kommentare, noch besser natürlich in unsere neue Community, in unser neues Forum. Das findet ihr unter kursofyou.com/community, und da könnt ihr natürlich auch diskutieren. Übrigens auch Fragen für Kurs Ofyou Hilft stellen, die wir dann in der Sendung bearbeiten. Gut, das war's für dieses Mal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Steffen Kolb von Kurs Ofyou Tech.